So überrascht es nur wenig, wenn Lacan immer wieder die schockierende Formel wiederholt, il n'y a pas de rapport sexuel. Es gibt keine sexuelle Beziehung. Genau wie die Sexuierung das Resultat einer Positionierung in der symbolischen Ordnung und keine biologische Gegebenheit ist, so ist auch die sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau. Wir lassen die homosexuellen Beziehungen unberücksichtigt, aber das grundlegende Prinzip trifft selbstverständlich auch auf diese zu. So ist auch die sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau nicht natürlich, instinktiv oder biologisch, sondern ebenfalls symbolisch strukturiert. Beide Elemente der Relation aber haben ein fundamental unterschiedliches Wesen, das im Fall des Mannes aus der positiven Beziehung zum Phallus erwächst, im Fall der Frau dagegen nur negativ charakterisiert werden kann. Zwischen diesen beiden Positionen kann es keine Beziehung der Komplementarität geben, in der etwaigen Ungleichheiten in einem kooperativen Austausch ausgeglichen werden. Stattdessen besteht eine permanente Asymmetrie, die einerseits zu ständigen Konflikten führt. Zitat: Die nackteste Rivalität zwischen Männern und Frauen ist ewig. Seminar 2 vom 8. Juni 1955. Andererseits zu Begehrensstrukturen, die stets vom anderen Geschlecht enttäuscht werden müssen. Das Begehren des Mannes nämlich ist angetrieben vom Objekt Petit A, das heißt dem Objekt par excellence der symbolischen Ordnung. Seine sexuelle Beziehung erstreckt sich daher nicht auf eine andere Person, sondern also auf das Objekt klein a und damit letztlich auf eine masturbatorische Fantasie. Das Begehren der Frau dagegen richtet sich auf den Phallus, der in seiner symbolischen Struktur immer teilweise abwesend ist. So wählt sie den Mann ebenfalls nicht als Person, sondern als biologischen Repräsentanten des Phallus. Eine Vermittlung zwischen diesen beiden Begehrensstrukturen kann nicht existieren. Jede Beziehung ist damit nur eine scheinbare. Einzig in der Transgression findet ein Begehren, das weder aufgegeben noch erfüllt werden kann, eine schmerzhafte Entsprechung, aber diese leitet Mann und Frau gleichermaßen auf dem Pfad zum Tode.